Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Hangout von mir. Ja, ich wollte mit euch gerne zusammen ein Hangout machen. Ich habe es ja angekündigt und ja, ich hoffe, dass es soweit klappt. Also, ich habe jetzt hier keinen Hänger, ich habe hier gar nichts, also ist alles soweit gut. Ne? Ich wollte mit euch einen Roll machen. Ich wollte meine Nägel mit euch zusammen ablackieren, für morgens Arbeit. Ich weiß jetzt nur nicht, inwiefern ich eure Antworten sehen kann. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz schauen, inwieweit eure Nachrichten sehen kann. Ne? Ja, das war jetzt die Wiederholung, wo ich es gedrückt habe. Ich weiß nur nicht, wie ich eure. Ah, hier. Also ich sehe, dass es überträgt, aber ich habe ja hier mein Bildschirm, wo ich das kontrollieren kann. Einen Moment. Ich muss das einmal ganz kurz kleiner machen, dass ich das neben euch hier stellen kann. So. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Hallo Bella Beauty, hallo Steffi, Puffbrause, hallo Eisblume Jenny, hallo Silvia, hallo Julia. Nur ein Test, könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Weil ich habe das jetzt seit längerem jetzt wieder getestet für mein PC. Dann kann ich euch immer mal wieder so rumtragen, statt hier mit meinem Handy. Hallo Selma. Ja, okay, alles gut, okay. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich mit euch zusammen ja, Nägel ablaufe, also nicht angekündigt, aber ich habe euch ein Horn mitgebracht, und ich wollte mit euch gleich zwischendurch Nägel ablackieren. Ich hoffe aber für alle die jetzt hier meinen, warum sitze ich hier mit Morgenmantel und Schlafanzug schon, ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier so sitze, weil ich habe mich frisch gemacht. Ich habe mit meinen Eltern Essen bestellt zur Feier des Tages hier. Ja, wir hatten ein kleines bisschen was zu feiern, weil die etwas sich gegönnt haben und die sind sehr stolz auf das, was sie sich gegönnt haben und wir waren noch spazieren. Und ich war ja auch unterwegs und ja, deswegen, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Genau. Hallo Alina. Ach, von Evelyn oder von T2 oder so, die mit dem Schwamm, ne? Das hatte ich damals schon mal ausprobiert. Ist nichts für mich. Ich bin lieber für sowas hier. Von entweder hier von Esana oder von Evelyn. Aber zur Zeit, wenn ich bin sehr, sehr oft, muss ich zugeben, bei Rossmann und da hole ich mir von Esana meistens zwei, drei Backups. Und ja, ich habe ja auch diese App, habe ich euch, glaube ich, vorgestellt. Hier diese App hier oben. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Aber hier ist jetzt die App und ich war heute zweimal bei Rossmann. Einmal das erste Mal habe ich mir was angerufen und das zweite Mal habe ich gesagt, komm, jetzt gönnst du dir das und hast dann deine Wünsche erfüllt soweit. Und ja, ich habe jetzt zweimal die Rossmann-App benutzt mit Coupons. Und ja, also ihr könnt ruhig weiter verwenden, ne? In der Zeit gucke ich mal eben ganz kurz was, ne? Ich hoffe, ich habe nur einen 10% Coupon. Ich liebe 10% Coupons. Besonders wenn das die App ist, also ist echt Wahnsinn.
Ich glaube, ich habe keine mehr. Ich habe alle verbraucht. Dann können wir ruhig weiterverwenden. Ne? Ich gucke immer mal zwischendurch hier. Nee, ich glaube, ich habe alle soweit verbraucht. Macht aber nichts. So. Dann warte ich eben bis die nächsten dann hier eintrudeln. Dann habe ich auch wieder Geld gespart. Muss man dann da dann müssen. Für die, die das jetzt nicht kennen, also ihr habt ein ganz normales Smartphone. Ich habe jetzt zum Beispiel das Samsung Galaxy S5. Es geht auch, glaube ich, mit iPhone. Es geht, glaube ich, auch mit anderen Smartphones. Hier geht's. Je nachdem, was ihr für einen Store habt. Ich habe hier zum Beispiel, ich erkläre das euch jetzt von Anfang an. Also ich habe jetzt Play Store. Hier oben. Ich habe jetzt hier unten, habe ich Play Store. Ich glaube, das sieht man nicht. Aber ihr geht auf Play Store oder Google Store, je nachdem, was ihr habt. Klickt dann rein, dann schreibt ihr Rossmann App auf und dann installiert ihr euch das. Und das ist kostenlos. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch eure Namen reinschreiben, eure beliebtesten Produkte, wo auch die App euch sagen kann, die beliebtesten Produkte sind jetzt im Angebot oder. Weil ihr habt nämlich ein Teil, warte, ich kann es euch sagen, ein Teil mit Coupons, da klickt ihr, guckt ihr durch. Möchtet ihr was von Nivea? Habe ich jetzt noch zum Beispiel? Oder ich habe noch hier von Altera eine Wimpernkur oder von Revlon eine Color Stay Make-up, also Color Stay Make-up kaufen und ein Lipbalm gratis, das steht ja auch hier. Und dann klickt ihr drauf. Hier steht dann aktivieren, dann klickt ihr auf aktivieren und dann geht das rüber in die Brieftasche hier oben. Klickt ihr auf die Brieftasche. Und dann seht ihr hier so ein, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, hier so ein Barcode oder was das auch immer ist. Und dann müsst ihr das dann aufmachen. Das Wichtigste ist aber, ihr braucht Verbindung. Ich habe meistens in den Rossmann oder anderen Filialen überhaupt keine Verbindung und mache das dann schon draußen auf, dass das sich nicht hier überall auflädt. Und dann lasse ich es auf und dann drücke ich dann hier auf das Knöpfchen und dann ist das dann halt offen. Wenn ich jetzt hier die App wieder aufmache, dann ist der Barcode auch da, dann ist das nicht so schlimm. So, und auf jeden Fall, wenn ihr einkauft, ganz normal, gucke ich auch schon mal, wenn ich Verbindung habe, was Angebote es gibt, kann ich damit sparen. Und dann gucke ich drauf, aktiviere es nochmal und dann geht ihr zur Kasse, macht dann Einkaufssachen drauf und dann haltet, sagt ihr dann, am besten sagt ihr das dann natürlich, ich habe Rossmann App, dann gebt ihr das dann so hin, ne, haltet das so hin und dann haben die dann halt so einen Scanner und dann ziehen die das dann auf diese App drauf und dann habt ihr dann eure Rabatte eingelöst, egal ob es jetzt 10% Rabatt ist oder Rabatte, was ihr eingekauft habt, sei es ein Nivea-Produkt oder was anderes. Ich habe auch schon mal jetzt hier auch Sammelkarte, mache ich auch schon mal. Dann geht ihr hier auf Aktionen, dann habt ihr so Sammelkarten. Und wenn ihr dann vielleicht 3, 4, 5, 6 Mal was gekauft habt, dann kann man sehen, ah, so viel möchte ich noch haben davon. So viel möchte ich dann haben. Dann seht ihr das auf diesen Streifen. Ich habe hier zum Beispiel von Wellness & Beauty heute nochmal was mir gegönnt, glaube ich. Und dann kriegt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an der Kasse ist, dass ihr das bekommt, den ist gratis, oder ob ihr euch dann dahin begebt und euch das dann schon selber aussuchen könnt, dann direkt, dann
Aber ich glaube, das muss man einscannen, meine ich. Oder ihr müsst dann halt ein Produkt davon holen. Und das, dieses Wellness-and-Beauty-Loose-Produkt könnt ihr ja mitnehmen, was ihr möchtet. Und dann wird das dann mit eingescannt oder so. Ne, weil das zieht ja natürlich den Laden, ne? Genau, und das finde ich wirklich klasse. Aber wir haben wirklich tolle Sachen. Jetzt haben wir hier neu eingescannt. Dr. Beth Odol Produkte. Dann kriegt ihr dann ein Odol Me 3 oder Dr. Beth Produkt gratis. Wellness Produkt, wenn ihr so und so viel kauft, kriegt ihr was, Bonus-Coupon von Domol, also Domol-Geschirrspülmittel, zweimal kaufen und Bonus-Coupon erhalten für flink und saubere Geschirrabtropfenmatten gratis, also wirklich gut. Ja. Also ich finde das wirklich praktisch, weil wir kriegen so gut wie gar keine Post und also Coupons und deswegen finde ich das praktisch. Ich habe da schon jeden empfohlen, ich habe euch natürlich empfohlen, zu Hause empfehle ich das immer gerne. Und ja, genau. Ansonsten, also ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, wenn man so ein Junkie ist wie ich, ne, was bestimmte Sachen angeht, ist es schon sehr gut. Aber was ich auch natürlich immer gerne mache, ist, ich gehe hin, ich habe meine Einkaufslisten-App hier, habe ich ja auch, den Lister-App. Hier oben, ups, hier ganz oben, hier, den Lister-App. Und da habe ich ja immer meine Pläne aufgeschrieben, ne? Was ich haben möchte und was noch und was fehlt in meiner Sammlung oder auch generell. Nur dann schreibe ich mir das immer wieder auf und streiche es weg und so. Und da kontrolliere ich das dann auch, was ich haben möchte oder welchen Plan ich fasse. Und ich habe heute zweimal einfach gedacht, komm, ne, gönn dir das und gut ist. Und warte, ich muss einmal ganz kurz tippen. Und ja, auf jeden Fall ist das wirklich sehr praktisch und ich gehe gerne bei Rossmann mittlerweile einkaufen, weil Rossmann Produkte Eigenmarke und DM Produkte Eigenmarke tun sich im Endeffekt nicht viel. Und deswegen, wenn ich dann in der Nähe von Rossmann bin, gehe ich in Rossmann shoppen. Und wenn ich in der Nähe DM bin, gehe ich bei DM. Genau. So. Ja. Also, haut in die Tasten. Haut in die Tasten. Ich habe nicht nur ein Quassel und Hall, ich habe nicht nur ein Hall, sondern ich habe auch ein Quassel-Hangout für euch ein bisschen. Bevor mein Abendprogramm losgeht. Ne? Ich weiß, da hinten ist Chaos, das räume ich nachher weg. So. Ich glaube, ich werde mal in der Zwischenzeit, wo ich noch keine Nachrichten von euch bekomme, mal eben meine Nägel ablackieren. Habe ich mir noch gestern noch frisch lackiert für ein Outfit. Ich hatte gestern einen bordeauxfarbenen Ronny an. Der ist zwar nicht so in der Farbe, aber ich hatte einen bordeauxfarbenen Ronny mit einem Jumpsuit schwarz an. Und dazu dann halt die Nägel. Ich habe gedacht, heute lässt du die mal drauf, wenn du dann unterwegs bist, aber ich muss leider morgen wieder arbeiten und deswegen muss ich das abmachen. Weil ich war am Montag für eine Einweihungsparty gewesen und deswegen habe ich mich schick gemacht. Danke, Silvia. Aber ich glaube, wir können das hier schon bald in die. Hallo! Hallo Silke, hallo. Haut in die Tasten. Ich habe das allererste Mal heute Live-Hangout. Am PC.
Ich glaube, ich muss das gleich immer aufschrauben. Aber wir verloren das erstmal. Also wie gesagt, wenn noch keine Nachrichten reinkommen, dann lackiere ich mir mal eben schnell ein bisschen die Nägel ab. Was ich sagen wollte, die Farbe ist von Manhattan. Ja, ist cool. Also ich liebe diese Farben. Nur leider habe ich nicht immer so viel, so eine große Spanne frei, dass ich mir Nagellack auftrage. Ja, vielleicht in den 4 Tagen, wenn ich jetzt 4 Tage frei haben sollte, immer, dann lackiere ich mir die dann schon Freitagabend nach der Arbeit und wechsle vielleicht alle 2 Tage, dass ich zumindest mal ein bisschen die Nägel schick habe. Aber ich freue mich echt, wenn ich nach dem ganzen Stress ich bin cool, wieso bin ich cool, Silvia? Soll ich sagen, nach dem ganzen Stress mit unserem neuen Altenheim freue ich mich schon auf den Urlaub. Da kann ich mir ein bisschen länger die Nägel lackieren oder zumindest, wenn wir dann ein paar Tage weg sind, nur dass das bis dahin hält, bis ich nach Hause komme. Ich muss das jetzt mal eben aufschrauben. Habt ihr auch diese kleinen Fliegen hier durch die Gegend, obwohl ihr kein Obst und Gemüse habt? Die gehen einem durch auf den Söckchen. Okay. Oh. Jetzt habe ich das Ding jetzt im. Jetzt los oder nicht? Oh. Weiß oder hat sich das schon voll glaube. Ist mehr. Yippie. Guck mal. Direkt eine Aufgebrauchtüte. Ist das schön. Ja, ist doch klar, hat sich auch hier vollgesaugt. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja noch Backups. Haut in die Tasten, Leute! Wie? Bin ich schusselig? Ich habe es aufgedreht, weil der Rechner nie rauskam. Ja. Ich weiß, wo ich es finde, ne? Diejenige, die ich jetzt gesagt habe, weiß, wer ich meine. War eh nicht so viel. Wollen wir eigentlich mal gleich holen? Ich habe ja heute, ich wollte eigentlich ein Video machen, aber ich dachte, komm, Live Hangout ist doch viel, viel cooler. Dann kann man sich zusammen freuen, ne? Und sich zusammen verlieben. Also ich bin richtig happy, dass es endlich mit dem Hangout geklappt hat, ne? Ich dachte erst, dass mein PC kommt, Dingens hier kaputt ist, aber cool. Ja, Moment. Ich wollte eben schnell noch abnacken. Und das kommt in die Aufgebrauchtüte. Also wenn ihr das hier seht, ihr Süßen, dann könnt ihr euch erinnern, dass ich das in dem Live-In-Out aufgebraucht habe. Eine schöne Erinnerung, ne?
Ja, wartet, wartet, wartet. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich glaube, die jetzt gerade jetzt zugeschaltet haben, die wissen, worum es geht. Moment, Moment. Wird gleich gezeigt. Soll ich sagen? Also, wo ich mit Kontakt habe, die wissen, wo ich war, was ich gemacht habe für einen Quatsch und ja. Aber für die, die jetzt gleich dazukommen, habe ich eine Frage, und zwar, was meint ihr, wenn ihr jetzt in den Quassel- und Verlieben-Roll-Hangout jetzt eingeschaltet habt, was habe ich geholt? Was meint ihr? Weil es hängt mit den anderen Videos zusammen oder mit einem Video, wo ich meine Liebe zu einer Sache genannt habe. Mittlerweile. So. So, jetzt habe ich das hier einigermaßen sauber. Geht das? Müsste, ne? So, wenn ich die mal eben reinschmeißen. Die Röhre kommt jetzt gleich rüber in mein Nebenzimmer. Ja, richtig. Und das kommt gleich in die Aufgebrauchtüte. Ich wollte eigentlich euch rübernehmen, damit ihr mein Chaos da hinten nicht so betrachten müsst. Oder ich nehme den Laptop gleich mit rüber und dann können wir ein bisschen aufräumen. Können wir auch. Aber erstmal holen, ne? Erstmal holen, holen, holen. Wer ist so holen? Ich. Irgendwie heute sehr wenig Zuschauer, wie ich sehe, aber naja. Die, die es eingeschaltet haben, können gerne dazu stoßen. Weil das macht ja keinen Spaß. Also beziehungsweise mit mir quasseln. Hallo Nicole, Zuckerwatte, du kommst gerade richtig. Ja. Sei nicht so schüchtern, schreit mir ruhig. Aber ich glaube, wir fangen jetzt mal an, ne? Eine Schere habe ich mal hier, eine riesen Schere. Wenn mal was ist. Papierkorb brauche ich auch. Stelle ich schon mal zur Seite. Okay. Bist du nicht die, ja, ich sag jetzt lieber nicht, wie du heißen solltest, weil ich weiß nicht, ob du das möchtest. So, Leute. Mädels. Hallo Bibis. Cute Ella. Hallo Lea. Genau. Danke. Ich habe ja einen Post gepostet, ne? Danke für deine Unterstützung. Okay, ja. Okay, alles gut. Ja, ich muss immer gucken, wer ist deswegen. Seid mir nicht böse. So, sollen wir jetzt anfangen? Weil ich habe nämlich hier meine kleine Barriere voll. Und ja. Ich wollte eigentlich auch bei Bossmann bei mir den Küchen gehen jetzt an die jetzt gerade geschrieben hat. Aber ja, auf jeden Fall
Ich wollte auch bei Ross mal wieder eine neue Rossmann-Tüte holen, weil meine ja kaputt gegangen ist. Und die haben die immer noch nicht geliefert bekommen. Ich habe nachgefragt, und die hatten da Lieferschwierigkeiten. Und ich will so gerne eine Rossmann-Tasche wieder haben. Und da habe ich gedacht, naja, so riesig ist der nicht. Das ist eine kleine. Ich habe die extra heute mitgenommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Liebe da drin habe. Und ich habe ja schon einen Tipp in meinem Post gepostet. Ne, also haltet euch fest, schaltet mir bitte, bitte nicht ab. Ich hoffe. Wenn doch, dann erfreue ich mich trotzdem dran. So, Leute. Gehen wir Gas? Okay. So. Also, ich war bei Rossmann, meiner Lieblingsdrogerie mittlerweile. Und ich war bei DM. Ich gehe jetzt aber einfach mal hier rein. Gehen wir Gas? Drei, zwei, eins und Start! Ja, also ich fange jetzt einfach mal an, ne? Ich wollte eigentlich keine also riesen Sachen machen, beziehungsweise eigentlich noch mit den Sachen warten. Aber ich habe mich so verliebt in dieses Teil oder in die Teile. Gab es in Videos, habe ich in Instagram gesehen und deswegen habe ich gesagt, komm. Egal, ob du jetzt strukturiert deine Pläne machst oder nicht. Hol's dir einfach, es ist nämlich eine Art LE und deswegen habe ich mir geholt. Und was soll ich sagen? Tada! Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier sind meine Unicorn-Make-up-Pinsel. Ja. Die einzelnen gab es leider nicht mehr, aber ich wäre sowieso nicht an diesen einzelnen interessiert gewesen. Ich wollte, hallo Mare, ich wollte eigentlich ein, ja, die sind so nicht klasse. Ich habe mich da echt verliebt. Ich wollte direkt schon ein Set haben, weil ich dann alles hier drin habe. Und deswegen, wir packen das mal auf. Das ist, hier drin ist ein Powder Brush, ein Contour Brush, Around Brush, Eyeshadow Brush und Fan Brush. Ja. Eins, wo man Puder mit auftragen könnte, oder Bronzer, ein angeschrägter Pinsel zum Konturieren, oder Highlighten vielleicht, Around mit, kann man zum Verblenden nehmen, auftragen von Liquid Foundation, auch Puder für die optimale Base. So. Eyeshadow ist schon rundgebundener, auch zum Verblenden. Hier steht der ideale Pinsel zum Auftragen und Verblenden von Highlighter auf der Nase und zum Auftragen von Lidschatten. Und der Fächerpinsel hier. Gab es in verschiedenen Farbvarianten. Ich habe mir die hier einfach von vorne geschnappt, weil ich fand alle sehr hübsch. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ihr seid noch alle wach und da und spannend und neugierig. Wie gesagt, ich wollte alle, wie gesagt, haben, schon die einzelnen. Wir sind von La J. La J, La J. Ja. Ich wollte davon auch so ein, wie heißen die? Das ist so wie so eine Bürste. Ne, und dann kann man damit Foundation auftragen. Gab auch von der Firma. Und, ja, warte, ich werde euch auch ich habe noch in meiner Handtasche noch die Kassenzettel. Wartet. Moment, ich hole die mal raus, dann kann ich euch direkt vorlesen.
ich habe noch einen Waschmann also, die haben gekostet 9,95 Euro. Genau. 9,95 Euro für 5 Pinsel ist nicht schlecht, ne? Ich wollte, wie gesagt, diese Bürstenpinsel haben, ne, die so vorne so breit, so ein Pad haben, um Foundation oder Kontur einzuarbeiten. Aber das hatten die nur in klein und ich warte einfach mal ab, wenn es sich ergibt, dass die da sind. Also ich hatte noch Glück gehabt. Die einzelnen, die waren alle weg. Und die Sets waren dann hier. Weißt du, ich bin. Irgendwie habe ich mich so darin verliebt. Ich wollte eigentlich nicht wirklich. Ja, wir sind echt ein Schnapper. Ich wollte eigentlich nicht anfangen schon mit Pinselkauf, aber. Ich hatte meine Liste gesehen und ich habe das aufgeschrieben. Und, ach komm, zwischendurch kann ich auch mal sammeln, Punkte sammeln oder halt sparen für etwas und dann direkt holen, dass ich dann so, ne, das alles habe. Hallo Anja. Ja, hallo Anja. Also ich habe diese Pinsel. Ich habe es auch erst gerade ausgepackt. Du hast nicht viel verpackt. Wir sind von La Jai. Und zwar habe ich die bei DM geholt für, was habe ich jetzt gesagt? 9,95 Euro. Ja. Das habe ich nämlich gesehen bei Instagram, bei YouTube. Wo war ich denn stehen geblieben? Hallo Bettina. Ja, richtig schön. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich warten mit Pinselkauf und Pinsel sammeln und so, ne? Sammelkauf, aber ich habe gedacht, komm, wenn du dann in irgendeine Stadt bist und du kommst da kaum hin, hol dir was. Ne, in meinem Dorf komme ich fast regelmäßig rein, dann kann ich das ja mal zwischendurch mitnehmen. Aber so wie ganz, ganz weit weg, wenn ich eine 2 Stunden Bus- und Bahnfahrt habe, dann kann ich mir kommen, nehme es dir mit. Ne? Aber natürlich spare ich dafür noch ein bisschen, aber. So, fangen wir an mit Auspacken. Das eigentlich dieser Hype von diesem Einhorn, ne? Unicorn. Ist ja noch nicht abgerissen, ne? Aber weiß ich habe, wisst ihr, woher ich das jetzt die Idee gefasst habe? Als ich gestern Moldavid geschaut habe. Ich weiß nicht, wer von euch Moldavid schaut, aber ich mag diese Frau unheimlich und die hat das gezeigt und hat so was für die Verlosung mitgebracht. Also schaut da mal rein, wenn ihr die gerne seht. Und dann halt ein Set für sich und dann hat sie das gezeigt und weich und auch gut in der Hand, trotz dass es hier so einen Rubbel hat. Oh ja. Die sind weich, also wirklich weich. Die Silikonbrushes habe ich noch nicht getestet, nein. Das ist wirklich eine tolle Frage. Also wenn ihr auf Verlosungen steht, geht mal darüber. Beziehungsweise, ihr habt es noch nicht gestartet, aber seid wachsam. Aber ja, oh Gott. Super. Oh, Süße, ja, danke. Auf jeden Fall, ich war stehen geblieben bei dem Hype vom Einhorn. Hätte ich nicht gedacht und
Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da einfach mal zuschlage. Oh mein. Ja. Und die Farben sind toll, ne? Rosa, lila, grün, pink. Alles dabei. Das müsste ein. Das ist jetzt der Powder Blush. Ich lasse das mal hier liegen, dann kann ich es euch dann immer mal wieder sagen. Das müsste der Powder Blush sein. Oh, wow. Das tue ich jetzt gleich in meinem Backup-Teil, was ich auch noch mitgenommen habe. Das ist, glaube ich, ist das Rose Gold oder ist das Gold, Bronzefarben? Ich meine, das wäre Rose Gold. Hau durch mir in die Tasten, ich freue mich. So, dann haben wir den hier. Das müsste der Allround Buffer sein. Der ist leicht, also leicht biegsam. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier Foundation einbuffern kann. Und es dann hier so verteilt oder irgendwie Concealer. So. Ja, das ist schön. Hier ist das mit dem. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch hier concealen kann oder Konturprodukte vielleicht verblenden kann. Warte. Haben wir denn dann auch Fuß? So, also ich habe auch die Technik. Ich habe damals die Technik in Sets auch gekauft, fast alle. Ich finde die cool. Ne? Ja. Richtig edel, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich daran zugreife. Mich. Ich? Könnt ihr euch das vorstellen? Hätte ich auch nicht gedacht. Oh. So teuer, Bettina. Ja gut, das ist mir damals auch passiert. Als ich dann auch, ich weiß nicht, was das war. War ich irgendwie kränklich oder irgendwie auf irgendwas sauer? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Oder war das in der LE, wo ich gesagt habe, hey, die sind toll, die Sachen. Ich hätte die eigentlich ganz gerne, bevor die weg sind, habe ich auch alles gekauft. Ich glaube, das war damals Real Technique. Real Technique oder Evelyn oder ich weiß nicht was. Da habe ich auch ungefähr so viel ausgegeben. Ja. Hier ist jetzt ein schräger Pinsel. Das ist der Contour Brush, glaube ich. Ja. Wir haben einmal Powder Brush, Allround Buffer. Das ist der Contour Brush, ja. Hallo Eswa, Kamalan, Nathan. Das ist jetzt hier der Contour Brush. Kann man mit konturieren. Highlighten bestimmt. Oder hier so eine schöne Kontur ziehen, weil er so leicht angeschrägt ist. Auch das Muster finde ich auch schön. Natürlich darf das auch mal sein. Jo. So. Weiter geht's. Seid ihr noch alle da? Seid ihr wach? Dann habe ich hier so ein ganz scharfen Eyeshadow Pinsel, Verblendepinsel. Hier sieht das von vorne aus, so von der Seite. Alles gut. Kann man hier schön. Ja, der ist richtig, richtig. Der ist, die hier sind dicker. Der ist ganz fein. Seht ihr das?
Und der ist auch weich, also nicht hart oder so. Super. Könnte man, weil er auch so leichten Widerstand hat, man muss ihn ja nicht mit Highlighter oder mit Lidschatten nehmen, da er so schön festgepresst und ihr wollt nur ganz wenig Concealer. Ja, ich weiß, das ist eine App, von was man gibt, habe ich gerade erklärt. Ach, ja, Anja, sorry. Ich habe jetzt deine Frage überlesen. Sorry, ich habe jetzt in die Kamera geguckt. Entschuldigung. Ja, sorry, Anja, sorry. Ich habe die Rossmann-App am Anfang erklärt, Anja. Wenn du vorspulst, nachher, wenn ich fertig bin, dann erkläre ich dir das gerne. Ich habe von Laha J noch keine Pinsel gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die super sind. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin gerade abgelenkt. Achso, da ja fest angebunden ist, kann man auch bestimmt, wenn man so leichte Sachen korrigieren möchte, wie Concealer, einmal hier punktuell anmachen oder hier, ne? So ganz, ganz leicht einmal zack, 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 ne? Dann kann man das bestimmt auch mal hier so verwenden. Oder auf der Nase oder was auch immer. Kommt hier auch gut rein. Hallo. Sorry, ich bin ein bisschen crazy. So. Mal das mal hier oben auf der Seite. So, dann haben wir hier jetzt Fanbrush. Der ist geeignet für zum sanften Entfernen von überschüssigen Puder oder Lidschattenpigmente im unteren Augenbereich. Aber man kann den mit Sicherheit auch als Highlighterpinsel verwenden. Man muss nicht damit hier so abputzen. Man kann auch hier so ein Highlight hier setzen. Nasenrücken, bestimmt. Und der sieht so aus. Wahnsinn, oder? Aber das ist doch Rose Gold, ne? Wunderschön. Oh, ich war so in Love. Also das waren jetzt meine ersten Sachen im Set. Also ich würde empfehlen, immer im Set zu kaufen. Wenn es nicht anders geht, natürlich einzeln, aber immer in Sets. Das mache ich schon sehr lange so, egal ob es von Evelyn ist, von Sueva war oder ja, weil Sueva gibt es jetzt nicht mehr so viele Sets, jetzt nur noch einzeln. Aber ich würde Sueva in Sets nehmen. Ich würde Evelyn vielleicht, wenn Evelyn sowas rausbringt, teilweise Sets kaufen. Ich würde. Wo gibt es noch Eva, Evelyn, also ganz verschiedene Marken gibt es dann da. Und ich würde immer, immer, immer in Sets kaufen. Ja, vor allen Dingen hast du da so gut wie alles dabei, ne, was die im Einzelnen kaufen. Und ja, ist auch günstiger, weil überleg mal, 5 Pinsel, 9,95 € Schnapper. Ne? Genau. So, und die sind jetzt meine. Ihr kriegt keine. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier noch mehr. Ja, ich habe noch mehr. Wir bleiben jetzt bei der M. Upsi. Entschuldigung.
Habt ihr euch erschreckt? Seid ihr noch alle da? Alle irgendwie aufgeflogen? Ich wollte jetzt sagen, ich habe jetzt von BM für 6,95 € habe ich mir nochmal so einen Acrylbehälter geholt. Ich habe zwar jetzt einen letztens mir noch als Backup gekauft, ich wollte noch eins dazu holen. Für jetzt für meine neuen nächsten Pinsel demnächst. Und kann man echt nicht mehr können, ne? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu groß, denke ich mal. Aber wenn jetzt sehr viele andere Pinsel dazwischen sind, dann ist das nicht so schlimm. Ne? Also, das ist dann das. Ich hatte erst gedacht, die gibt es gar nicht mehr. Die gibt es ja in schwarz, milchsäckig und in Acryl. Und ich bin in Acryl geblieben. Hallo, Alena. Ihr mir geht's gut. Danke. Ne, ich bin jetzt hier in durchsichtig Acryl geblieben. Weil das passt dann besser, wenn ich jetzt einen bunten Schminktisch da hätte. Ne, dann passt schwarz nicht so wirklich, deswegen. So. Genau, das habe ich dann. Und dann habe ich mir für 1,65 €, ich hatte gestern Besuch gehabt von der Friseurin meiner Mama. Beziehungsweise, sie wird auch demnächst meine Friseurin werden, denn am 2. Oktober habe ich einen Termin bei ihr. Die kommt hierher. Und sie hat gesagt, da ich ja krause Haare habe, soll ich die im trockenen Zustand nicht kämmen, sondern mit den Fingern so ein bisschen einarbeiten. Ne? Also, wenn die dann mit Öl vollgezogen sind, einfach so, drüber, ne, und dann fertig. Auf jeden Fall hat sie den Tipp gegeben, dass man Öl nehmen soll. Also reines Öl. Ich habe jetzt mein Set von Garnier, Argan und Kamelier, das bleibt. Und wenn ich jetzt style, dass auch alles so bleibt, wie ich es haben will, hat sie Kokos Haarwachs empfohlen. Und zwar mit reinem Kokosöl von Swiss Opa. Ja. Also ist ein Wachs. Das muss man wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Finger aufwärmen. Und dann hier wahrscheinlich kneten. Ich guck mal, wie das dann funktioniert, wenn ich das dann behandle. Ansonsten könnt ihr mir ja mal schreiben. Hier steht, in trockenes Haar sparsam eingearbeitet, gibt es dann Haarglanz und Stand, ohne es zu beschweren oder zu verkleben. Nur so ein paar Kokoshaarwachs lässt sich sparsam verwenden, leicht wieder auswaschen. Leicht wieder auswaschen. Für optimalen Stand bei kurzer in die Haaransätze einarbeiten, bei langem Haar zum Schutz vor Austrocknung in die Spitzen einknien oder einzelne Strähnen reinigungsvoll hervorheben. Ist das jetzt zum Auswaschen oder für spätere Auswaschen? Ich probiere es einfach mal aus. Warte, ich guck mal einmal nach dem Geruch. Ja, riecht sehr, sehr kokosnusslastig. Bin ich mal gespannt. Ja. Aber das benutze ich dann erst später. Das ist jetzt so eine Art Backup nach den anderen Haarsachen und hält sich auch bestimmt ganz gut. Steht mein Datum? Hier steht 24 Monate, ja.
Kleiner wird bestimmt auch mal ausgetestet. So. Genau, so, das ist jetzt DM. Das kann ich jetzt schon mal in die Papiertonne tun. So, Leute. Jetzt wird's happig. Dann brauche ich nicht auswaschen, Mare, ne? Ich denke, das ist wie so ein Styling-Haarwachszeug. Bin ich ja mal gespannt. Ja, gut, danke dir, Mare. Danke. Ja, mal gucken, ne? Und wie gesagt, am 2. Oktober, bevor ich in den Urlaub gehe, ne, kommt hier nochmal, weil ich möchte vielleicht was austesten. Lasst euch überraschen. Vielleicht mache ich noch vor dem Urlaub noch ein Video. Mal gucken. So, Leute. Sitzt ihr? Liegt ihr? Was macht ihr? Habt ihr irgendwie was zum Festhalten? Ich hoffe ja, denn es wird kritisch. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, ey, bist du bekloppt oder was? Könnt ihr gerne machen. Aber ich habe mir gedacht, ich bin das erste Mal da. Hab dann meinen ersten 10% vorgenommen. Na gut, schnupperst da durch. Und ich habe jetzt gesehen, dass der Aufsteller, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt gleich mit euch rede, umgeräumt hat. Dann habe ich gesagt, gut, statt nach unten, nach oben arbeiten, arbeite ich von rechts nach links, was ich gerne natürlich will. Ne? Manche Sachen wollte ich nicht, aber anderes wollte ich und dann gucke ich immer so durch. Auf jeden Fall habe ich mich von unten, von links, rechts nach links gearbeitet, das erste Mal. Dann denke ich mir, ich hatte ja einen Termin bei meinem Akustiker gehabt und der Laden hatte noch auf und dann bin ich einfach das zweite Mal hingegangen mit meinen 10% Kupon und dann war gut. So, ja. Und wer meckert, der kann gerne raus. Ne? Wem es nicht gefällt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal was anderes. Erstmal. Ich mache hier mal ein bisschen spannend. So. Und zwar habe ich ja euch am Anfang erzählt, für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, ich habe die Rossmann-App erklärt, wenn ihr nachher zurückspult oder nochmal anschauen wollt, da habe ich es erklärt. Auf jeden Fall habe ich da ja diese Sammelkarte. Und ich habe mir jetzt mal da von Wellness and Beauty eine Handbalsam geholt. Ich habe jetzt noch die Coupons, die werde ich euch jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar habe ich für 2,99 € Handbalsam ausgesucht. Mit Kirschblüten und Rosenextrakt. Oh, lecker. Wollt ihr auch mal? Wenn es so Geruchskamera gäbe, wäre cool, ne? Riech mal. Mal einmal gucken. Das ist was rausgespritzt. Eine sehr schöne, leichte Creme. Ach, Leute. Süßlich. Etwas, ja, rosen, also etwas blumig. Lecker. Leute, holt euch die. Es gibt manche Produkte von Wellness and Beauty, so wie die Badesalze. Ja, so wie Badesalze, die habe ich nicht so gern gemacht, aber Handbalsam, Duschgel, Wax und Körperspray, Peelinge, da holt euch das mal. Also, ich werde das auf jeden Fall weiterhin testen. Ist auch lecker. Die haben auch so eine ähnliche Verpackung in Silber wie die von L'Occitane.
Ist mir so im Kopf, weil ich habe das schon mal in Videos gesehen. Und Lidl hat auch so eine silberne Verpackung halt in Schmalen. Richtig schick. Ja. Genau, und das ist jetzt für 2,99. Hoffe, ihr seid noch alle da. Dann habe ich mir mit meinem Coupon, habe ich mir noch was geholt für, das ist original 3,11 €, aber ich habe dafür minus 62 Cent, habe ich mir da erspart, und zwar von Alterra. Körperöl, Bio-Fingerhut und Bio-Mandel. Okay. Dann wird der ein oder andere sagen, was? Wo hast du denn so viel Körper und Lotion noch und Spray und Öl und hätte wäre verrückt. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ist richtig schwer. Also, das ist ein Glasflakon, Leute. So sieht das aus. Und einmal pumpe ich mal raus, wenn das klappt. Ach, kann man drehen, Lisse? Riech mal. Also riecht auch sehr gut, also es riecht so ähnlich wie das mit dem Kirschblüten- und Rosenextrakt. Die Rose kommt auch raus. Und die Mandel. Nussig, blumig. Richtig gut. Also werde ich ihn auf jeden Fall gönnen. Einmal wieder zudrehen. Dann ist er eine Sperre. Dann tue ich das so in meine Aufbewahrung rein oder so. Ja. Aber riecht sehr lecker. Und ihr wisst ja, ich mag nicht so gerne Kartons in meiner Aufbewahrung stehen. Deswegen, ich liebe es, wenn die ausgepackt sind und dann weiß ich, aha, das ist das, sonst das, sonst das, was ich dann aussuchen kann. So, dann habe ich für, das war ein Angebot, und zwar für 11,99 € statt, ich glaube, 14 € und habe ich die neuen Flakons gesehen. Ich hatte damals gesagt, diese Flakons sind aus Glas, ist aber nicht so, die sind aus Plastik, aber die sehen wirklich aus, als seien die aus Glas. Und zwar haben die die Verpackung geändert von Victoria's Secret. Coconut Passion Fragrance Mist. Ja. Aber das Komischste ist, manche hatten ein Angebot und manche hatten aber kein Angebot. Und ich habe denen jetzt ein Angebot genommen. Coconut Passion. Ich meine, ich hatte auch Coconut Passion in diesem komischen anderen Sprühflakon, aber das ist richtig edel, ne? Sieht richtig edel aus. Ne? Kann man hier schön drehen. Dann ist dann hier dieser Punkt, kommt jetzt ruhig nicht, weil ich habe jetzt hier überall, aber ich weiß, wie das riecht. Und deswegen, ja, Coconut Passion im Angebot, 11,99 €. Ja. Ich weiß, ich habe zwar genug Body Lotion, Körperspray, Körperöle, aber so. So, ihr Lieben, jetzt, ich streich mal eben kurz, was ich schon habe, dass ich da nicht durcheinander komme. Bei DM war das ja noch einfach. Aber hier muss ich jetzt erstmal schauen. So. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. So, dann
Geh klug. Zaubertasche öffne sich. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. Ich werde euch jetzt erstmal eine Sache zeigen und dann kommt der Rest. Ja? Und zwar hat mich eine liebe Freundin und Bekannte mich angefixt, beziehungsweise ich habe sie gefragt, ey du, ich möchte gerne mal in meiner Sammlung eine besondere Farbe, ein besonderes Finish haben und ich möchte es ausprobieren. So. Und ja, dann hat sie mir dann schon gesagt, ich habe gesagt, ey, kannst du mir mal ein Foto schicken, damit ich ungefähr weiß, wo ich ansetze. Und zwar meine liebe Freundin und meine liebe Bekannte, ich hoffe, du bist noch dabei, hat das hier gezeigt. Metal Shock von Essence. In der Nummer 01. Hier steht 01 Iron Maiden Metal Shock Lipstick. Ja. Ich habe es. Und so sieht's aus. Jetzt gesagt, so für mich am Anfang erstmal wäre diese Farbe erstmal okay. Aber in so einer ähnlichen Farbe habe ich auch in einer anderen Firma geholt. Das zeige ich euch gleich. Das ist mega. Hier ist das. Und das ist krass. Wir hatten da aber auch keine Tester, ne? Das fand ich scheiße, aber. Guckt euch mal den Schimmer an. Kann man da ein bisschen was erkennen durch das Gegenlicht vom PC? Das ist so ein Bronze. Ja, so Bronze-Pink. Nude-Ton. Ja, ich hatte den hier auch. Hallo Matthias. Ich hatte den auch nicht so, also ich hatte auf den Aufstellern bei Rossmann auch nicht so viele. Bei Essence waren alle, bei DM waren viele, aber ich wollte den jetzt einmal bei Rossmann holen, wie ich schon da war. Ja. War cool, ne? Bin ich ja mal gespannt, wie der richtig aufgetragen aussieht. Ich habe jetzt nur leider keinen Spiegel da. Aber jetzt am späten Abend mache ich das jetzt nicht. Aber, ja, und die Verpackung sieht richtig schick aus. Ja. Ja, ich hoffe, dass der gut hält. Von meinen Lippen. Hoffen wir mal. Aber was richtig ausgefallen ist. Danke. So, ich tue jetzt mal hier in die Verpackung. So. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und zwar die verrückte Nudel, aka ich, Escobarnis, war Revolution. Ich war das erste Mal bei Revolution heute und das zweite Mal bei Revolution heute. Aber ich weiß nicht, weil ich hier auch so eine Ansammlung habe. Willst du eine quatschen, weil ihr nicht erzählt? Ja, also ich war bei Revolution zweimal. Schande über meine Jungs. Aber ich habe euch ja gesagt, ich bin Revolution-Fan und das ist in meine Sammlung. Wir fangen an mit Revolution-Produkt Nummer 1. Und zwar habe ich mir dieses hier geholt. Das ist der Ultra Eye Contour Light and Shade. Das ist ein Produkt, wo man, denke ich, halt konturieren kann, highlighten kann und so weiter.
Kann man bestimmt hier oben, kann man bestimmt auch für Wangen benutzen. Zum Chatten, denke ich mal. Ja, werden wir jetzt mal öffnen. Ich hatte doch eine Schere hier drin, ne? Warum nutze ich die nicht? Ich kann mich noch mal erinnern. Nur so eine Kante abschneiden. Warte. Ich habe ja Zeit mitgebracht, ne? So, ich hoffe, die ist jetzt auf. Ja. So sieht's aus. Und hier steht New Formula Talk Free. Hier sind halt die ganzen Lidschatten und hier oben die großen. Ich mache jetzt eine große eben fertig und die sind auch hier rein. Zum Peach-Farbener. Und dann gehen wir mal hier in einen Lidschatten. Das ist, nehmen wir jetzt mal hier den Hämmer. Hämmer, Hämmer. Wahnsinn, ne? Richtig, richtig geil. Und die kommt jetzt mit in meine Sammlung. Genau. So. Heute noch weiter? Die Konturpalette, die hat 9,99 € gekostet. So, jetzt geht's los. Die Löcher aus dem Kiefer. So. Dann habe ich mir von Revolution Retro Lux Metallic Lip Kit geholt. Da gab es verschiedene. Die haben gekostet 7,99 €. So. Und da ist für den Preis 7,99 € ein Lipgloss drinne und ein Lipkonturstift. So. Und das ist die Metallic Lip Contour Kit, Lip Pencil and Liquid Lipstick, ne? Die Nummer oder die Farbe. We rule, hier ist das auch nochmal aufgeklebt. Ich mache das einfach mal ab. We rule. Das ist dieses hier. Ich das mal an, Leute. Machen wir das mal neben dem Catrice, neben dem Essence mal nebenan. Oh, dieser Applikator ist aber fake. Er hat keine, hallo Alena, hat keine richtige Stabilität. Und das ist jetzt der von Revolution. We rule. Und ihr seht, hier und hier kaum Unterschied mehr.
Schimmelt noch etwas stärker brünstig. Ja. Verlieben meine ich jetzt mit dem Rot. Jetzt, ne, nicht ich. Der ist noch etwas stark brünstig. Und die Verpackung, Leute. Oh. Da gibt's auch in die Matt-Version. Aber ich wollte den hier haben. Genau. Und dann ist hier noch so ein Lip Liner mit dazu. Für 7,99 €. Kannst du ja echt nicht meckern. Oder was meint ihr? Matze, was habe ich denn erklärt? Keine Echtnamen, bitte. Wer hat denn jetzt die Nachricht zurückgezogen bei Alena? Ich habe die Nachricht jetzt nicht zurückgezogen. Was denn? Was ist mir jetzt eingefallen? Auf jeden Fall, das ist jetzt hier der Lip Liner von Revolution. Ich hatte jetzt gerade hier gehabt, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ihr könnt ihn, glaube ich, auch blockieren, oder? Aber ist er. Okay. Auf jeden Fall der Lip Liner von Revolution war dabei. Der heißt hier Rewool. Genau. Auch Rewool. Auch genauso metallisch wie der Lipgloss. Matze, lass bitte Silke, Alena und allen bitte in Ruhe. Entweder hörst du ihr zu oder gehst. Auf jeden Fall passt dazu das. Also ist wirklich mega. Also das ist jetzt hier, wie gesagt, von Revolution. Das hier ist der von Essence und die. Tun sich beide nicht viel. Der ist etwas etwas bronziger, der Revolutioner als der, aber die tun sich beide echt nicht viel. Jetzt habe ich zwei metallische Sachen zum Ausprobieren. Ich habe sie jetzt für einige Sekunden blockiert, ne? Der wird dir jetzt nichts tun. So, auf jeden Fall das dazu. So. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was der gemacht hatte, weil ich habe jetzt nichts gelesen. Aber lehne ich jetzt zurück und gucke mir zu. So. Jetzt geht es weiter. Dann war ich das zweite Mal bei DM. Jetzt kann ich ja hier gucken, wie ich ziehe. Oh ja.
Da habe ich mich auch verliebt. Leider ist. Ja, richtig, Silke, hast du recht, aber. Ja, auf jeden Fall, leider war kein Tester da und leider konnte ich keinen aufmachen, weil der zugeklebt war. Aber. Ich habe in der Reihe auch so einen ähnlichen, aber ich wollte ihn unbedingt auch haben, und zwar der Skin Kiss Ice Kiss. Kiss. Ein Highlighter. Ich habe gesagt, das wird etwas. Ich habe ja in einem Post gepostet, es wird Highlighter-lastig. So. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Den habe ich nämlich auch in einem Video gesehen, und zwar sieht der Skin Kiss Ice Kiss so aus. Verpackung. Oh. Und sein Zuhause. Oh, wow. Guckt euch das mal an, Alter. Und der ist wirklich, der sieht richtig eisig aus. Ja, hallo Sammy, ich bin dabei, das jetzt immer zwischendurch zu sagen. Leute, der ist wirklich, der hat den Namen richtig verdient. Skin Kiss, Ice Kiss. Geil, oder? Mega. Mit dem Spiegel dran. Hast du nicht den kaputt gemacht? Langsam, ne? Guckt euch mal die Farbabgabe an. Da kannst du echt mit Glitzern und Funkeln. Mega cool. So, der hat es gekostet, da muss ich einmal schauen. 6,49 €. Hat der Skin Kiss Ice Kiss gekostet. Jetzt geht's weiter, jetzt gucke ich einfach mal nicht rein. Ja, da habe ich mir aus der Bronzer-Serie alles ist von Revolution. Oh, süß, danke, Tim Ballerina. Wenn du was verpasst hast, du kannst ja, wenn du möchtest und ich hier gleich so langsam fertig bin, kannst du ja angucken, wie viel das gekostet hat, was ich erzählt habe und so. Ne? Genau. Ich habe mir jetzt noch ab den Lippenstiften ist jetzt nur noch Revolution. Ich habe fast komplett Revolution gekauft. Jetzt gerade oder gerade eben, wo ich nicht aufgepasst habe. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir von Revolution Bronze Shimmer Highlight gekauft von Trio. Das hat gekostet 4,99 €. Der hat hier auch einen Klebestreifen. Ich glaube nicht, dass du unnötig blockiert wurdest. Ich glaube schon den Zuschauern hier. Oh ja, der ist richtig groß. Die ganz normalen Skin Kiss Highlighter sind genauso.
So, okay. So. Auch schon diesen Teil. Also, das ist jetzt ein bronzer Schimmer Highlight. Das geht. Okay. Highlight. Denke ich mal. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Ist leicht pigmentiert, aber man kann es sehr, sehr gut sehen und da ist ja mittelmäßig, sag mal schnell, pigmentiert ist das nicht so schlimm. Also man konturiert und alles, ja, einfach nur schicken. Das hat mir gesagt 4,99 gekostet. So, jetzt rühle ich weiter und nehme raus. Ah ja, mein Ultra Strobe and Light Palette. Das hat gekostet 4,99 €. Das ist immer noch Fusselsarbeit hier mit dem Klebestreifen. Aber dafür habe ich ja auch diesen Livestream gemacht, dass ich dann in aller Ruhe die Klebedinger abziehen kann. Sorry. Ach, einmal gehen. So sieht das aus. Ich meine, nur eine Farbe und nehmen wir jetzt diesen goldenen hier, den dunklen und diesen auch butterweich. Sieht man was nehmen wir jetzt mal den hier. Das sieht man da ein bisschen mehr. Wunderschöne Palette, auch ganz schöne viele verschiedene Farben. Freue ich mich. Das hat wie gesagt gekostet auch 4,99 €. Oh ja, die waren richtig toll. Es gibt die Strobe-Variante und die Vivid-Variante, habe ich auch. Ich habe beide ausgesucht. Einmal Strobe in der Reihe Radiant Lights. Vielleicht noch eine da, ne? Dass ihr mir hier gleich abbaut. Strobe-Variante Radiant Light gekostet. Ach, wartet mal. Ich hatte jetzt diese Highlighter-Palette. Und es war Strobe and Light, sorry. Ich habe mich vertan. Die Ultra Strobe and Light hat 9,99 € gekostet. Und die Strobe Highlighter-Variante 4,99 €. So. Genau, das ist jetzt die Probe. Variante Radiance Lights. Auch mit dieser schönen Musterung. Hier ist die Farbe. Oh ja, ein sehr schöner
Hallo? Wunderschön. Love it. So. Dann zeige ich euch auch die Vivid-Variante. Das ist der Stroke-Highlighter. Und dann habe ich hier noch die Vivid-Variante. Und zwar Vivid Baked Highlighter. 3,79 € kostet der, den ich euch jetzt zeige. Und das ist die Baked Highlighter, also Vivid Baked Highlighter Rose Gold Light. Ich habe mich so verliebt in diesen Highlighter. Schaut euch das an. Doch nicht normal. Bing. Warte. Da. Seht ihr das? Mega Rose Gold Glow. Könnte man gerne auch als Blush noch verwenden. Oh. Mega geil. So. Dann habe ich jetzt noch zwei Knöpfchen. Dann habe ich leer. Kommen wir wieder hier unten an meinem Schreibtisch. So, dann habe ich noch zwei Stifte mit euch zusammen noch, und zwar einmal den Brow Illuminator. Brow Illuminate heißt der nur. Der kostet 4,99 €. So. Wir nähern uns dem Ende. So sieht der aus. Ist schon goldiger. Auch sehr schön pigmentiert. Richtig schick. Dann habe ich noch einen Bronzer gefunden. Das ist der Ultra Bronze. 3,99 € Und da ist nur Ultra Bronze, hat keinen richtigen Namen. Auch so geklebt, ist auch gut. Finde ich immer gut. Dann kann man immer sehen, dass die nicht benutzt wurden oder zum Futschen da rausgeholt wurden. Ja, ist so ein schöner Bronzeton. Jetzt muss ich einmal schauen. Welches Thumbnail? Ich habe jetzt keinen Thumbnail gemacht. Was unnötig mit Recht. Das ist meine Sache, was mache. Er ist so leichter, heller Braunton, den man auch leicht zum Konturieren benutzen kann. Im Herbst, Winter bin ich sowieso sehr hell oder heller als sonst, und dann geht der. Ja. So. Das war's. Ich komme gleich wieder. Ich hole mal eben ganz kurz nebenan meine Wolken. Ja?
So, da bin ich wieder. So, also, das war mein Haul. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich finde die Sachen cool. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß ein bisschen dabei gehabt. Jo. Seht ihr mal, das ist das mal ein bisschen anders, Livestream-Roll zu machen als ein normales Video. Kann man sich zusammensetzen, ein bisschen swatchen, ein bisschen gucken, ein bisschen mitfreuen, hoffe ich. Jo. So. Ich habe die extra blockiert, weil Alena irgendwie ein Problem mit ihr hat. Ich weiß es nicht. Klär das mit ihr. Ich habe nicht alles mitgekriegt zwischen euch zwei Packnasen. Nein. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So. Aha. So, okay. Jetzt hört auf, euch bitte zu streiten. Ich habe nicht gesagt, mir ist das egal. Ich habe gesagt, klärt das unter euch. Unter irgendeinem Kommentar. Ich halte nicht daraus, was jetzt so. Jetzt bist du ja wieder da, Maxi, es ist in Ordnung. Jetzt haben wir schon, wir haben schon lange gequatscht. Ja, bitteschön. Jetzt haben wir so lange gequatscht, wohl eigentlich nicht so lange. Wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz. Da kann ich jetzt meine Sachen ein bisschen verstauen. Ich bleibe jetzt noch ein paar Minuten, räume mit euch noch die Sachen um. Ne? Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Ja, und ansonsten möchte ich gerne mit den Quasseln und Verlieben holen, wie Livestream gleich ein bisschen beenden. Und dann, ich nehme euch jetzt erstmal mit rüber. Ich weiß noch nicht, ob ich noch länger da bleibe. Weil ich muss morgen arbeiten und ich wollte noch ein bisschen für mich sein. So, jetzt muss ich mal einmal das Tageslicht anmachen. So, ich muss jetzt mal hier wegschmeißen. Das ist jetzt übrigens ein neues Projekt. Ich habe das nämlich von meinem Papa stibbelt. Für eine kurze Zeit. Und mein Buch. Weil wir demnächst noch ein anderes Projekt machen. Okay, schlaf gut. Tschüss, danke, dass du da warst. Ich habe nämlich hier die Waage und das Buch, weil es kommt bald ein neues Projekt und seid gespannt. Ich hole jetzt eben ganz schnell die Sachen und dann tun wir es gemeinsam einräumen. Und dann beende ich das Ganze langsam. Bis gleich.
Moment. Ich bin noch hier live. Ich bleibe noch ein paar Minuten. Ich räume das noch mit euch noch zusammen gleich ein. Guck mal, mein aufgebrauchter Nagellackentferner. Klingt ja bald in ein aufgebrauchtes Video. So, bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen, weil ich noch mal meinen Stuhl ein bisschen höher. Zack. Könnt ihr mich ein bisschen besser sehen. So, ein bisschen das hinter hier zur Seite. So, könnt ihr mich noch gut sehen, hören, alles super? Dann räumen wir jetzt noch gemeinsam noch zusammen auf. Jetzt habt ihr noch die Chance, ein paar Minuten mir noch Fragen zu stellen. Oder, dass ich vielleicht bekloppt bin, wenn ich zu viel gekauft habe. Könnt ihr gerne alles schreiben. Obwohl, wer ist da nicht verliebt? So. Ja, ich bin bekloppt, weil ich Revolution-Fan bin. Hallo Didi. Hallo. Wenn du alles verpasst hast, es gibt ja noch die gleich die Speicher-Taste und ich werde das Video hoffentlich noch ganz gemütlich noch hochladen, dass du das noch angucken kannst, wie ich was erklärt habe, was ich hier gekauft habe und so weiter. So, wir räumen jetzt mal gemeinsam auf die Ultra Eye Contour Light and Shade Palette. Ah ne, ich habe ja, im Übrigen, ich werde jetzt kein Video dazu machen, aber ich habe umsortiert. Und zwar einmal die Lippenprodukte, die größte Teil und Blush und Highlighter sind jetzt links. Und Lidschatten, einzelne und Paletten und Nagellacke sind jetzt hier auf der rechten. Ja, und halt die Bases und sowas alles sind alles auf der rechten Seite. So. Stellen wir eure Fragen. Ich bin nicht mehr lange da, ne? Das wisst ihr. So. So, ich habe auch jetzt mittlerweile auch ein neues System. Und zwar habe ich hier diese Kartenspinnen genommen, um dann in Reihe und Krieg einige Produkte zu sortieren in meinem Regal noch. Hier werde ich ungefähr auch suchen, wenn ich dann mein, vielleicht mein eigenes Schubladensystem habe oder andere Systeme. Da werde ich die dann reintun. Freue ich mich drauf. Das habe ich übrigens auch gekauft gehabt. Revlon Color Stay Rest Powder in der Farbe Night Medium. So. Das hier ist dieser Skin Kiss Ice Kiss. Und das ist der Golden Kiss. Hätten die auch mal mit Verpackung machen können, komplett, ne? Dann sieht das auch richtig edel aus. Ich habe jetzt hier dabei. Bronze Shimmer Highlight.
kommt dann zu, der Ultra-Bronze kommt dann zu, der Pro-Illuminator kommt dann zu. So. Seid ihr noch da? Ich weiß noch nicht, ob ich noch einen Stream mache. Ich habe das ja heute gemacht, weil ich eigentlich Lust dazu hatte und nochmal mit euch gemeinsam in Neustart gehen wollte, weil es ja immer wieder Probleme gab, Täterei und sowas alles. Und ja, und ich wollte euch statt ein Video, wollte ich euch nochmal im Livestream machen und dabei quasi. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Heute ist Dienstag. Diese Woche muss ich euch sagen, das klappt. Es könnte vielleicht Wochenende klappen, aber ich bin froh, wenn ich dann von der Arbeit komme und auf der Couch bin, weil es ist schon anstrengend, hintereinander dann zu arbeiten. Nächste Woche, Montag, Dienstag habe ich frei, da weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt irgendein Video mache oder Livestream. Dann habe ich 3 Tage wieder spät, dann habe ich 4 Tage nochmal frei. Und dann ist der Umzugstermin für das neue Altenheim, wo ich auch arbeite. Wenn ich arbeite im gleichen Gebiet, aber in einem anderen Haus, das wurde für uns umgebaut und da weiß ich nicht, wie stressig das wird, wann ich nach Hause komme an dem Tag. Ich muss mal gucken. Ihr werdet auf jeden Fall informiert. Na, sorry, ich das jetzt auf dem im Insta immer mal wieder schreibe. Ja? Ja, das ist schon heftig, ne? Ich habe das jetzt einfach mal umsortiert, weil ich sehr viele Lidschatten habe, weil ich das hier rein tue auf der rechten Seite, was ihr schon mal gesehen habt. Und halt das andere wie Lippenstift und meine Blush Highlighter Bronzer Produkte einfach links. Wenn ich dann was kannst du gut verstehen? Wenn ich dann meine Schubladensysteme habt, dann wird's natürlich anders, ne? Kannst du eine gute Haarwäschespülung empfehlen, bei der die Haare nicht mehr ziepen? Ja, ich habe ja hier eine Naturkrause, wenn ihr das noch erkennen könnt, hier im Licht. Ich habe die Serie von Garnier Wahre Schätze. Ich habe zum Beispiel Argan- und Kamelieröl. Wenn du das vom Geruch her nicht magst, gibt es noch andere Produkte von Wahre Schätze, ich glaube Hafermilch und Kokos und all so ein Tritiv. Okay, gute Besserung, Alena. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das stimmt. Ich brauche auch manchmal ein bisschen Ruhe. Ich habe heute gedacht, komm, auch wenn ich morgen arbeite, mache ich als Abschluss mit euch zusammen noch ein Livestream. Jetzt packe ich mal die Strobe Highlighter und den Strobe Highlighter und Vivid, Baked Highlighter packe ich auch hier in den Karton mit dazu. Einmal so. So. Revlon passt jetzt nicht mehr rein, aber ich setze hier einmal mit Revolution, mit einer Nyx mit dabei. Dann gucke ich mal eben, ob ich noch was frei habe. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Karton von denen, wo ich die Pläne mit rein kann. Tue ich den Rest jetzt da rein und dann ist gut. Einmal von Revlon das Kanaste. Also ich habe bis jetzt Argan und Kamelia Öl, ich finde die klasse.
Den Kalastee von Revlon und National Home habe ich jetzt hier reingetan. So, ich kann das auch mit dazu. So. Perfekt. So. Dann haben wir das. Dann kommen die Pinsel jetzt hier rein. Ich muss euch einmal eben ganz kurz kitzeln. Einen Moment. Die kommen jetzt hier in meine anderen Sammlungen erstmal hier rein. Oh, sieht das gut aus. So, dann bin ich wieder. Es sieht richtig gut aus in der Sammlung. So, da ich ja jetzt auf der linken Seite ganz viele Lippenprodukte voll habe, kommen die jetzt in die andere. Da ist jetzt auch nicht mehr von der Kurbel dann Platz, deswegen lege ich die jetzt erstmal so rein. Dann kommt das Revolution Lip Liner hier in die Lip Liner-Sammlung. So, dann kommt mein Backup Pinselköcher kommt jetzt in das reicht jetzt erstmal. Zwei Stück reichen als Backup, wenn ich jetzt wieder gucken gehe. Ansonsten kann ich ja immer noch nachholen. Und ich glaube auch, dass die wirklich bestimmt gut sind, wenn ich jetzt tiefe Schubladensysteme habe, dass ich die da rein tue und dann so hintereinander dekoriere. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, also ich tue die einfach rein und mache dann meine Arbeit und wenn die dann dreckig sind, mache ich die dann sauber. Ich bin da nicht so empfindlich. Ja, jetzt haben wir hier ein Problem. Ich arbeite eigentlich kategorisch hier mit den Pflegeprodukten. Ich werde das jetzt, solange ich hier in meinen Antonius-Behälter packen, den Rest. Wenn da oben Platz ist, dann werde ich die auf jeden Fall damit zutun. Ich kann ja nochmal wiederholen. Ihr habt ja die Revolution-Produkte gesehen und Lippenstift und so. Jetzt habe ich hier das Wellness and Beauty Handbalm. Körperöl von Alterra. Kokoshaarwachs von Schwitzer Victoria's Secret Coconut Fish. Das ist dann das und das war schon. Ja, man muss nicht, also ich habe die Pinsel benutzt, sind nie wirklich kaputt gegangen. Also ich habe hier keine miese Qualität davor, danach gar nicht, also finde ich gut. Hallo Julia. Also ich weiß nicht wieso, weshalb. Die sind genauso weich, genauso gut drauf wie sonst auch. Und deswegen. Ich muss dringend. Guck mal. Ich hatte eigentlich, seit ich frei habe, seit Freitagabend bis heute, vorgehabt, Pinsel zu waschen. Guck mal. Liegen immer noch da drin. Du nimmst dir das vor, denkst dir, du hast dein Wochenende Zeit, nee, dann bist du dann weg. Oder hast dann keine Lust oder hast was anderes vor. Gestern hast du dir gedacht, du bist auf einer Einweihungsparty von deiner Arbeit. Schaffst du dann auch nicht wirklich. Dann hast du abends dann auch keine Lust. Oder vorher, ne, weil du hast dann vorher was. Du warst mit dem Mund raus, hab dich schick gemacht und dann bist du gefahren. Also heute, Termin war mit meinem Akustiker eigentlich um 16 Uhr, bin aber vorher gefahren, weil ich
für Oma musste oder wollte oder ne? Habe ich da gut, dann kannst du vorher einkaufen gehen, shoppen gehen. Ja, so. Jetzt liegen sie immer weiter. Was will uns der Mensch sagen? Dass ich faul war. Richtig, richtig faul. Naja, ich muss mal gucken. Wenn ich dann wieder, der Wochenende würde noch gehen. Ich hoffe, dass ich Wochenende nicht ganz so platt bin, dann könnte ich das mal schnell machen. Weil es sind schon viele. Oder Montag direkt. Montag oder Dienstag. So, ihr Hübschen. Jetzt haben wir gemeinsam gebubbelt, gerollt, versucht, ein bisschen Gespräch in die ganze Sache zu bringen. Geswatcht, also die Produkte geswatcht. Also habe ich, oh ja, Tinselmaschine. Es gibt doch diese Dinger, die, ich habe das mal gesehen. Müsste man aber, glaube ich, im Internet bestellen. Da gibt das so eine Schüssel, ist abgedeckt, da ist da in der Mitte so ein Loch. Ich denke mal, dann macht man Wasser rein, Pinselshampoo oder was rein, geht mit dem Pinsel rein und dann dreht sich das Ding und dann ist es sauber. Habe ich mal so gesehen. Aber ich mache das lieber per Hand und ja. Wenn ich dann Zeit habe und Lust habe, dann mache ich das in aller Ruhe, gucke nebenbei YouTube-Videos oder Musik und dann geht es. Ich habe euch ja vorhin kurz angeschnitten. Ich meine ja. Ich hole mal eben mein Handy, ich gucke mal nach, ja? Ich guck mal eben bei Amazon. Ich guck mal eben, ja? Ja. Weiß, ob man das sieht. Sowas. Die nennt sich hier Pinselwascher mit Klemm. Spiral inklusive Sieb aus Edelstahl. Und dann gibt es das auch noch in elektrisch. Ja, das habe ich hier ein elektrisch. Elektrische Make-up-Pinselreiniger und Trockner, Kosmetik-Pinselreiniger. Niki, Reinigungsgerät, 10 Sekunden schnell trocken, Make-up-Pinselreinigung, Kit mit 360 Grad rechts. Rechten Winkel, Griff rosa. Dann ist hier der elektrische. Der kostet bei Amazon statt 199,99 €, 19,99 €. Das andere habe ich jetzt nicht geguckt. Ich war 8 Euro, meine ich. Genau. So, ich wollte eigentlich sagen, ich hatte kurz angeschnitten, was ich hier weggetan habe. Und zwar
sage ich euch kurz, was euch irgendwann erwarten wird, wenn ich dazu mal komme und wenn ich mich entscheide. Und zwar habe ich mir von meinem Papa eine Waage stibitzt, habe ich auch eine neue Batterie rein. Stift habe ich hier und mein Buch. Und zwar wird ein Projekt stattfinden. Ihr kennt doch bestimmt das Projekt Hinzapan Product Hinzapan oder 10 Product Hinzapan. Und ich habe, weil ich mich noch nicht so traue, habe ich mir gedacht, mache ich 5 Produkte Hinzapan Projekt. Hi Silvia, 5 Produkte Hinzapan Projekt, die schreibe ich mir dann hier in dem Buch auf. Das wollte ich eigentlich als DIY-Set-Palette machen, aber habe ich jetzt behalten für jetzt für das. Und wenn dann, wenn ich mich entscheide, welche Produkte ich nehme, dann werden die da aufgeschrieben mit einer Kramzahl dahinter und dann mache ich daraus ein Video. Also wir werden zusammen wiegen. Ich zeige euch die Produkte. Wir wiegen zusammen. Und in alle drei Monate oder alle 6 Monate, je nachdem wie die Zeit reicht, werde ich euch immer wieder ein Update machen, dass ich zum Beispiel eine Foundation hatte, die 14 Gramm wiegt oder gewogen hatte noch zuletzt und wiegt jetzt 10 Gramm. So zum Beispiel. Ne? Genau. Bei einem Stift weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Werde ich mal testen. Jo. Das wird dann das nächste Videoprojekt sein. War das andere? Jo. Genau, das liegt jetzt hier und wartet auf den Einsatz des Videos. Jetzt mache ich mal meinen Zopf hier wieder ab. Weil es ist jetzt schon so spät und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Fernsehen gucken. Das mache ich auch gleich. Genau. So, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal langsam zum Ende kommen. Wir haben bestimmt sehr, sehr, sehr lange gebubbelt. Hoppala. So. Wir haben mit Sicherheit sehr lange gebubbelt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich ziehe mich jetzt zurück ein bisschen. Diejenigen, die mich kennen, können ja noch ein bisschen mit mir Kontakt halten, wenn ihr möchtet. Ich freue mich natürlich. Ja, ich muss leider morgen arbeiten. Spätschichten. Das wird stressig, weil ich habe, wenn man das so sieht, ich habe noch 7 Tage Zeit als Umzugspate. Ich bin nämlich Umzugspate geworden für den Umzug. 7 Tage Zeit, um mit den Leuten auszusortieren und einzupacken. Entweder mache ich das morgen, dass ich dann mit ein paar, mit meinen Damen, die ich da habe, Bewohnerinnen, schon aussortiere. Dass ich dann schon aussortiere und dann später packen werde. Ja. Ja, ich bin jetzt schon bestimmt über eine Stunde, anderthalb dabei, Malthus. Deswegen, aber es wird sich wiederholen, ne? Wenn ich dann Zeit habe, dann werde ich euch nochmal eine Nachricht schreiben. Und dann komme ich nochmal rein. Jetzt weiß ich, wie ich das hier machen muss, hier mit dem Livestream, dass ich immer Google Hangout gehe. Und dann gucken wir mal, ne?
Ja, ich guck mal. Damit das nicht ganz so langweilig wird, dass ich nur Videos mit Holz mache, mache ich auch mal Livestreams. Dann habe ich nebenbei was zum Beschäftigen, euch was zu zeigen. Und dann ist dann auch okay. Ja. Oh je, hast Stress mit Schwiegermama? Nein. Ja, ich habe Stress mit meinem Altenheim. Also das heißt, ich habe insgesamt 7 Tage, wie gesagt, Zeit, um mit meinen Leuten alte Sachen auszusortieren, schon mal ein bisschen Kartons packen und dann rüberzubringen, eventuell ins neue Haus. Und weil ich habe dazwischen immer 2 oder bis 4 Tage frei und wenn ich dann das letzte Mal Ende im Monat 4 Tage frei habe, und ich glaube 2 Tage oder ein Tag noch Ende September, dann 3 Tage Anfang Oktober, dann ist schon der Umzug. Dann und am 4. Und ich muss um 8 Uhr da sein und das wird stressig. Aber dann, Leute, habe ich Urlaub. Heike Wortmann, guten Abend. Du hast leider jetzt alles verpasst. Für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, den empfehle ich jetzt gleich, sich nochmal zu entspannen. Wenn mein Video, mein Hangout online ist, könnt ihr das nochmal anschauen. Und ja. Ja, weil ich bin jetzt gerade so langsam dabei. Ich bin schon seit knapp 1,5, 2 Stunden bestimmt jetzt dabei. Deswegen. Ja, das ist blöd, Bettina, das glaube ich dir. Ich bin jetzt schon seit nur noch 1,5 bis 2 Stunden da, Heike. Das müsste jetzt eigentlich mal reichen. Und deswegen. Ne? Du meinst mit Quasseln und Verlieben? Nee, Verlieben war das Horn gemeint. Aber momentan bei mir bin ich noch nicht verliebt. Ich werde jetzt noch einmal die Frage beantworten und dann gehe ich jetzt so langsam. Hast du schon mal etwas von Nutzkosmetik ausprobiert? Das gibt es jetzt mal ein. Ja klar. Ich habe Nyx Paletten, ich habe Nyx Jumbo Eye Pencils und finde ich klasse. Jo. Ja, wenn das gleich online ist, kannst du gerne nochmal reinschalten. Ja, was ich so erzählt habe, was ich gezeigt habe. Ne? Genau. So, ihr Lieben. Ich mache jetzt langsam Schluss. Gute Nacht, Heike. Ich mache jetzt langsam Schluss. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefreut, mal was anderes. Und wir hören uns in einem neuen Livestream oder in einem neuen Video. Tschüss. Und danke nochmal für alles. Ciao.